Irgendwelche Musiker, die oft noch nie vorher gesehen hast. Ja, die sollte gut spielen. Der steht dann dort mit seinem, sitzt mit seinem Klavier, steht dort mit seiner Gitarre und spielt ein paar Lieder. Ja, eh immer Lieder. Nicht Drummond Bass oder was immer, sondern Lieder. Und plötzlich hat er einfach ein Riesenpublikum. Ne? Und irgendwo fällt es da einfach an einer, und das ist nicht in einer Kulturschiene, sondern in einer Unterhaltungsschiene, wo sie auch hinkehrt quasi. Ja, so was Ähnliches hat es auf Puls TV, wie es noch Puls TV gegeben hat, auch gegeben. Und da gibt es vielleicht jetzt noch immer. Also hat diese kleine Gesprächsrunden da noch. Ja, dieses wird das klassen mit Metro oder was sind so, ja, so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Also, das war nicht das Puls, also auf super eingeladen waren und ihre Projekte kommerziell machen. Die haben halt, ja. die haben das ganze Archiv gekauft. Ne? Die hängen nicht dran. Wo hängen die dran? ProSieben. Hängen bei ProSieben dran. Ne? Also, und sowas finde ich halt dann, und ohne Fernsehen geht es aber bestimmt nicht weiter. Der Olaf ist einfach ein korruptes System. Ja, das ist durch und durch korrumpiert. Das ist leider so. Und ohne Fernseher, es wird ja schon, reichen. Halt. Also Radio. Schau dir mal an, was beim Olaf aus den letzten Reformen geworden ist. Den letzten, ja, das war eindeutig eine Nummer von Norbert Trummer, dem wir den Jodler verdanken. Und er hat von uns natürlich noch keinen Cent gesehen dafür. Auch klar, seit 10 Jahren war er seinen Jodler noch von Chefenbichlers Zeiten. Und hergeben, nein, Ronald, aber ich kann es nicht. Irgendwann werden wir auch schon jeden ein Mikrofon haben. Jürgen, geh weg. Ganz, den einen oder anderen Cent hat er schon gesehen, glaube ich. Von uns, oder was? Nee, weil wir ja brav sind und wir zahlen ja. Na, wir zahlen mit unserem Orange, wenn man sich null zahlt. Ja, stimmt. Ja, also den einen oder anderen Cent gibt es schon. Von der Bringt dann das Christkind am Ende des Jahres. Yes, ist das schon. Natürlich. Wir sind ja da nicht irgendwo. Apropos irgendwo, morgen seid ihr im Vereinslokal vom Verein 08 in der Biarritzengasse Nummer 60 ab 20 Uhr, weil da wird der Projekt 8 Sampler vorgestellt. Live spielen Dominik Nostic und dann die Lassos. Wir und auch Steve Gender wird auftreten, von dem wir das 1948er Lied vorher gehabt haben. Der wird auch live spielen. Und am 28. November am Abend seid ihr dann im Kreuzberg. Müsst ihr selber nachschauen, wo das ist. Irgendwo im 7. auch ab 20 Uhr, auch ein Projekt 8 Sampler Abend, wo Lassos Mariachis live spielen. Siehst du, haben wir doch was gemerkt. Ich bin stolz auf alles Schonheit. Richtig. Gratuliere. Dankeschön. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Nächste Woche kommt die Rucki-Zucki-Balmen-Kombo. Wir wünschen euch alles Gute, viel Erfolg. Ihr dürft noch zwei Sätze sagen, jeder. Dann sagen wir natürlich, lieber Ernst, lieber Ronald, danke für die Einladung und ein herzliches Muchas Gracias. Ich halte mich ganz kurz und sage nur Muchas Gracias. Und ich finde jetzt die Nummer nicht. Ronald, bitte, muss ich sagen. Den Jingle oder was? Die Abschlussnummer, ja. Die Katastrophe. Ja, genau, nicht vergessen. Gessen. Geht schon. Kannst weiterreden. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Baba. Ciao. Tschüss. Ja, danke fürs Kommen übrigens. Danke für die Einladung. Jetzt nur speichern. Na, ein bisschen noch. Jetzt noch exportieren und dann ist gut. Hey. Genau, und das wundert mich halt so, dass der Orf so ein korrumpiertes System ist, von wo Volltrottel in Ton angeben. Da schaut einmal an, echt alle diese super coolen neuen Ideen, Programmreformen und was ich was. Und denkst, schau mal, was überhaupt das ist ein Wahnsinn eigentlich, weil was diese Leute, die da wirklich dann singen, nicht verdienen. Ja, genau. Knebelverträge, falls es einer was wird, über 3 Jahre. Hast du die Typen angeschaut? Hast du die angeschaut? Ja, ich habe die erste Staffel. Du, das ist ja eine Mischung aus, ich meine, wirklich, das letzte Mal, ich habe nichts gegen Behinderte. Gell?
Ist die Kamera? Aber jetzt mach die Kamera aus. Du hast da reingeschaut. Das ist ja willig. Ja, den sehen wir Backstage. Das ist der Behindertenfeindliche. Ronald Strasser. Das gehört anders etikettiert, da gehört Licht ins Dunkel drauf. Ehrlich. Ja, wobei die Frage ist, ob wir da wirklich irgendein Licht in der Dunkel gebracht haben. Wir müssen dann Licht ins Dunkel schneiden. Nein, vor, ja stimmt, Starmania. Aber Licht ins Dunkel sollte man. Ich meine, das ohne ein Integrativ, na furchtbar, das hat einfach kein internationales Format, gar nichts, tiefst provinziell. Ne? Und was aber in der Stadt passiert, hier quasi in Wien, hat ein internationales Format, finde ich. Also ja, von der Qualität bei und von der Güte. Elektronik zum Beispiel hat er das geschafft, ne? Die in den 90er Jahren wirklich in den Konzerten. Ja, genau, Bruder Dorfmeister, wunderbar, Weltstars. Ne? Und noch einige andere Sachen sind also auch. Den einen oder anderen Weltstar könnte man schon mal rausbringen. Irgendwie, wir sind eh. Wir sind gut dran. Könnte man bittere alte Typen da sitzen und sagen: Wir haben sieben Weltstars entdeckt, wir Ärschel. Was ist mit die euch? Müssen ja zahlen, dann los. Wisst ihr das eigentlich schon? Wir haben ja Schneebelverträge. Solltet ihr Erfolg haben in den nächsten 40 Jahren, ist der Großteil an uns zu bezahlen. Genau. Großteil von den 2 Cent. Damit wir am Gaussplatz. 1,75 Cent. Damit wir da am Ballensteinplatz endlich unseren Tower bauen können. Ja. So durch dieses Loch durch. Ja, genau. Ja, mit so einem Lift außen, ja. Oder? Wir haben da genau so schaut es aus kurz, wenn wir Radio machen. Ja.